Alter, der kackt jetzt richtig rein, ne? Mit einem vollen Inventar. Ist der besoffen? Tschüss, meine Damen und Herren. Willkommen zum neuesten Overwatch-Video. Heute wieder mit ganz vielen Buns. Hier nun die Buns von letzter Woche Dienstag bis diese Woche Dienstag von den Cases, die wir gesehen haben. Jetzt laden wir uns natürlich wie gewohnt weitere Fälle runter, schauen sie uns an und gucken mal, was so passiert. Oh Leute, Nuke. Da bin ich gespannt, denn auf Nuke hackt ja eigentlich nie jemand, oder? Boah, der guckt ja wirklich gerade aus. Das ist schon mal ziemlich... Oh, der hat eine Asimov. Der hat da einfach eine Asimov mit am Stiesel. Leute, da müssen wir jetzt mal ganz genau hingucken, nicht wahr? Wie ist sein Aim-Verhalten? Aimt hier... Okay. Naja, normal, ne? Würde ich sagen, aus der Position. Mal gucken, was er jetzt hier mit... Er rusht einfach durch. Als wenn er wüsste... Hat er den einen gar nicht gesehen? Hä, was war... Was war das eben für ein Move von ihm? Er geht einfach durch mit seiner Asimov. Sieht den Gegner sogar. Also, er hat richtige Sicht auf ihn gehabt und killt ihn dann nicht. Okay. Da hat er den ersten und den zweiten. Er weiß, dass hier niemand mehr ist, irgendwie. Also, jetzt rennt er auch von dem weg, der da... Ja, okay. Gut, er weiß, wo der letzte ist. Ich glaube, er hat ihn sogar eben angeschossen, ne? Durch die Ding durch. Ja, okay. Gut, okay. Also, Monsieur Asimov hat hoffentlich bald einen Bann und verliert damit den Asimov und scheint hier ein bisschen durch die Wand zu gucken. Die ist jetzt natürlich nicht absolut insane teuer. Ich weiß nicht, in was für einer Ware die vorliegt, aber es könnte FT sein oder sowas. Was ist die da wert? Ohne StatTrak 30 Euro, 40, 50 oder sowas. Nehme ich an in dem Schnitt, oder? Er haut einfach weiter rein. Also er hat die Info auf jeden Fall am Start. Er hat sie im Sack eingetütet sozusagen, aber er hat sie vorhin zumindest nicht richtig nutzen können. Ich weiß nicht, was da sein... Gottes Willen. Wow. Oh Gottes Willen, das tut ja weh beim Zugucken. Also er weiß ja, dass hier so ein kleiner Gegner gechillt hat und der letzte Gegner ist am Spawn AFK. Deswegen spule ich mal ein bisschen vor. Komm, geh durch. Ja, du hast ihn schon gesehen, gell? Oh, da kommt er auf dich zu. Und der Headshot war auch noch drin. Sage mal, Monsieur. Also wie gesagt, Asimov nicht absolut insane. Oh, da kommen auch die Bunnyhops rein. Die sind wahrscheinlich auch nicht von Hand gemacht, oder? Jetzt holt er sich sogar noch Elites. Ich dachte gerade, er fängt an reinzudrehen. Hat er nur Elites? Mit 15.000... Bubble Dollar, wollte ich gerade sagen, mit 15.000 Dollar. Oh, du bist so ein Kacklurch, wirklich. Jetzt fängt er sogar richtig an. Holy shit, habt ihr das gesehen? Achtung, der da hinten, pass auf. Na auf, warte mal was. Wow. Okay, ich glaube, das müssen wir uns nicht anschauen. Hier bei ihm können wir getrost alles drücken. Aim Assist, Vision und Other. Griefing nicht. Ich hoffe, dass dieser Knilch seine schöne AWP verliert. Und ich würde sagen, wir schauen mal direkt bei ihm rein in sein Inventar, was er so hat. Also er hat hier unter anderem eine Legion of Anubis in Minimalware rumliegen. Ich weiß nicht, was die anderen Sachen hier so können. Also von der Wertigkeit hier ist diese Asimov. Ich hoffe, ich habe den richtigen. Nicht, dass da jetzt noch einer ist, der auch einer hat. Ich habe jetzt einfach nur kurz reingeguckt. Dann hat er hier noch... Moment, irgendwas war es noch. Ah, eine Neo-Noir? Ja. Also da ist schon ein bisschen was drauf auf seinem Account. Neuer Fall, neues Glück und vielleicht mal wieder einer mit Knife? Weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht. Der ist auf jeden Fall kürzer und viel kleiner gewesen, der Fall. Also das ist wahrscheinlich, ich hoffe es zwar nicht, aber wahrscheinlich ein Affe. Und wer sich jetzt fragt, wie ich wegen der Zeit oder der Größe Demo drauf komme, jemand, der so reinkackt, der spielt die Runden meistens nicht aus. Also der so einen Schotter macht, ne? Der wird durchgerannt und dann ist fertig. Darum sind die Demos dann meistens etwas kürzer als jemand, der halt irgendwie die Runden komplett... Die hacken ja alle rein! Holy shit, habt ihr das gesehen? Das ist ja, glaube ich, gerade eine Hacker vs. Hacker-Lobby, ne? Ey, ich bin so gespannt, wie viele da weggebannt werden. Pass mal auf. Ach, jetzt überlebt er halt zu lang. Stopp! Er hackt, der da hinten auch. Und vorhin hat man gesehen, dass mindestens drei von den CDs dort rumgedackelt sind hier mit dem Modus. Ey, die ganze Lobby ist am Hacken! Also, es ist natürlich schon irgendwie traurig, beziehungsweise, naja... Wenn sie unter sich sind, guck mal, alle gucken auf den Boden. Jeder Einzelne. Wenn sie unter sich sind. Lass sie gehen, komm. Was, ich meine, uns tut es ja nicht weh. Wenn sie unter sich herumdackeln und dann vielleicht sogar trotzdem noch einen Bann kassieren. Also mir soll es recht sein. Aber es ist schon eine ganz schöne Clown-Fiesta, oder? Irgendwie, also ich... Ja, naja. Naja, komm, weg mit dem Keck. Auf, komm, ich guck kurz rein. Vielleicht hat ja einer was Krasses dabei. Ich schau ganz kurz durch. Aber ich kann euch es nicht zeigen, weil sonst seht ihr die Namen halt, ne?
Der allererste, der ganz oben stand, ist schon gebannt. Oh mein Gott, der nächste ist auch gebannt. Die sind alle schon gebannt. Ich habe jetzt nur mein Gesicht, weil sonst seht ihr ja deren ihren Namen. Das gesamte City-Team ist schon mal gebannt. Wartet, wartet. Der erste bei T. Der zweite bei T. Ach, schade, der dritte nicht. Da sind schon 7 Leute gebannt. Warum habe ich mir diesen Fall überhaupt angucken müssen? Oder sind die jetzt durch meine Drückung gebannt worden? Gerade eben. Aktiv. 7 Leute. Ich habe 7 Leute gebannt. Die Accounts binde ich im nächsten Video ein am Anfang, ne? Also wahrscheinlich auch den einen, den ich gerade eben schon gezeigt habe. Weil ich es bestimmt vergesse. Deswegen habe ich jetzt die anderen nicht gezeigt. Sonst heißt dann, du hast letzte Woche schon gezeigt. Also in letzter Zeit sind die Overwatches wirklich nur noch so gute Laune-Material. Das ist einfach so edel, du siehst, wie sie alle weggefistet werden. Mirage. Oh, das ist doch was. Oh, Leute. Da ist einer mit einem und Handschuhen auch noch. Und mit Bunnyhop. Der hat ja richtig Stuff rumliegen. Fettes Knife, sehr edle Handschuhe, eine recht leckere, was war das, eine IUP? Und Bunnyhops, ha. Aber gut, diese 2 Stück sind natürlich auch einfach so easy machbar. Wir gucken mal. Im Moment auch nichts Auffälliges, bis auf die Hopserei. Er steht 5-0-3. Also er hat doch überhaupt nichts, ich sag mal auf der Pfanne, ne? Viel ist da nicht passiert. Und er geht wieder hier rein. Nicht wieder rausgehen, Suspect, du bist sonst direkt wieder weg. Suspecto Patronum, what are you doing? Oh, da kommt jemand. Und? Woher wusste er, dass sie kommen? Ich habe da keine Steps gehört, ne? Und die Bunnyhops sind, Oh Leute, das freut mich jetzt richtig, dass wir da so einen geilen Fall haben hier. Achtung. Uff. Ins Gesicht. Okay, das war kein Treffer. Ja, der ist weg. Er kann den da unten förmlich schmecken. Trifft ihn aber nicht. Und eine Printstream hat er auch noch. Oh, da ist schon, ich glaube, da liegt einiges auf seinem Profil. Möglicherweise wieder so ein Knilch, der, um des Nervenkitzels willen mit Skins reinkackt. Und ja, wobei, wie gesagt, also ich finde, man sieht, dass er weiß, wo die Gegner stehen, oder? Irgendwie, gut, man kann sie natürlich auch hören. Aber er kann es auf jeden Fall nicht nutzen, ne, dieses Wissen. Da hat er irgendwie dann doch zu wenig auf der Kette. 14-1 steht's jetzt. Also ich wäre jetzt komplett buff, wenn er jetzt anfängt, den Dreher recht zu machen. Dann wäre ich wirklich buff. Mit den Skins und dem ganzen Schotter. Oh Leute, da könnt ihr schön in die Kommentare schreiben, was ihr ihm drücken würdet. Bunnyhop, Vision Assist, Aim Assist. Was würdet ihr sagen? Den hat man übrigens gehört, aber dass er schon so früh angefangen hat zu warten. Ja gut, doch, also wenn man nicht gerade jemand ist, der labert, während man im Spiel ist, so wie ich, dann hat man den easy hier hören können. Also ja, dieses eine Ding geht auf seine Legend-Kappe. Bin ich gespannt, was ihr schreibt, Leute. Sehr gespannt. Da gucken wir gleich noch rein in sein Inventar. Das interessiert mich auf jeden Fall, was der alles da rumliegen hat. Und eine Princeton M4A1S. Also der Kerl ist ausgestattet, richtig. Na? Na, na, na? Also wenn wir mal ganz kurz die letzten paar Dinger Resümee passieren lassen. Er ist sich immer sehr sicher, dass plötzlich keiner mehr da ist, wenn er dann 1-2 Kills gemacht hat. Er hat den Taser vorhin, also ich bin mir da sicher, dass da niemand gesteppt ist. Er wusste genau, jetzt kommen da 2. Und ja, die Bunnyhops, da könnt ihr selbst entscheiden. Gerade die am Anfang eben, jetzt macht er ja kaum noch was. Ach, guck mal, er weiß, dass da reingescoped wurde. Vielleicht hat man es gehört. Ich habe es eben wieder nicht gehört, aber ich habe auch mein Headset nicht auf volle Pulle. Warte mal. Möglicherweise hat er dann doch viel mehr gehört, als ich gedacht hätte. Aber den zum Beispiel hier wieder, den in Palace, der war nicht gecallt. Dass er genau da steht und er einfach reinrennen kann und ihn so killen kann. Ha, oh, nee. Du, Alter, der kackt jetzt richtig rein, ne? Mit einem vollen Inventar. Ist der besoffen? Holy shit. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt hier zwingend dann noch was schreiben müsst, was ihr wohl glaubt, was er hat. Wir schauen mal bei ihm rein. So, also, er hat hier eine M4-1S Cyrex in Well-Worn. Dann diese Handschuhe, die AK-47 Slate, sein Gutknife Autotronic. Er hat, gut, ich weiß nicht, ob die jetzt arg viel wert ist. Also den Schotter, den man hier noch sieht. Und dann hat er hier noch die Printstreams. Holy shit. Gut, die sind im Battlescared jetzt. Also das ist, oh, da sind noch mehr Handschuhe. Uff. Noch ein Knife. Cheater mit Knives.
ist jetzt nichts Geiles, klar, aber er dreht damit am Ende sogar rein, mit dem Inventar. Also da bin ich wirklich baff, was sich hier rumtreibt im Overwatch, mit wie viel Geld da einfach rumgekackt wird. Das ist unglaublich. Aber wisst ihr, was auch unglaublich ist? Dass jetzt gleich wieder Livestream ist. 18 Uhr geht's los auf Twitch, Link ist in der Beschreibung. Ihr wisst, wie der Hase läuft, Giveaway, Viewer Games und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Kommentare, für die Likes, für alles. Teilen, sagt man teilen überhaupt noch? Teilt jemand Videos? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.